Eine üppige Gestalt steigt aus, nicht dick, aber doch kräftig, und klopft an die Tür. Ah, mon Dieu, das muss der Kutscher sein. Ja, ich eile hinab die Treppenstufen und ich öffne die Tür und bin ein bisschen erschreckt. Die Gestalt steht schon direkt vor meiner Nase. Wer sind Sie, Monsieur? Sind Sie der Kutscher? Bitte einsteigen. Comment? Bitte einsteigen. Ach, Sie meinen in die Kutsche? Sie wollen... Da! Sind Sie der Kutsche, der fährt nach Moriton? Moriton? Dimitri. Dimitri. Moriton. Bonsoir, Dimitri. Je m'appelle François. Einsteigen. Doktor. Gut, Doktor, einsteigen. Bien sûr. Ich steige ein in die Kutsche und nehme mir einen guten Platz direkt an die Fenster von der Kutsche. Gut, als nächstes Graf Mont. Winston! Schönen guten Tag, Sir. Vielen Dank, ich habe Sie bereits erwartet. Wir sind sofort mit der Abreise fertig. Bitte geben Sie mir noch eine Sekunde. Winston! Ich sehe die Ritterrüstung nicht. Wo ist... Haben Sie die schon eingepackt? Was? Die Ritterrüstung! Wie bitte? Die Ritterrüstung! Ach so, ja, einen Moment bitte. Und es kommt eine zweite Kutsche angefahren. Ich kann das haben, wenn ich das will. Sehr geehrter Graf, bitte kommen Sie hier runter. Dann ziehen Sie sich bitte endlich etwas an. Das sollten doch Sie machen. Das machen wir in der Kutsche. Graf Monster, die Kutsche in Richtung Moriton Manor ist für Sie bereit. Bitte steigen Sie ein. Ich habe nur ein paar wenige Fragen an die Kutscher. Wissen Sie überhaupt, wo dieser Mann vorher war? Sie wissen gar nichts. Wer weiß, was er war? Graf Monster. Wen er angefasst hat. Herr Kutscher, wie lange sind Sie schon im Lande? Dimitri. Haben Sie eine Arbeitsgenehmigung? Dimitri. Können Sie mir zeigen, für welche Kutschen Sie in den letzten 30 Jahren gearbeitet haben? Dimitri. Sehen Sie, das sage ich die ganze Zeit, Winston. Die Ausländer nehmen uns die ganzen Kutschen weg. Wie bitte? Die Ausländer nehmen uns die ganzen Kutschen weg. Dimitri, bitte achten Sie nicht auf diesen Mann. Er ist wahnsinnig. Da, einsteigen. Jawohl. Dimitri, achten Sie bitte nicht auf diesen Mann. Er ist schwerhörig. Was? Ihr steigt also in die Kutsche. Eine Kutsche fährt vor deinem Haus vor. Dimitri. Dzień dobry. Ja. Und gebe ihm mein Gepäck. Das ist, auf das er es tragen möge. Er nimmt es sofort und lädt es auf die Kutsche. Ja, dann gehe ich in die Kutsche, setze mich rein. Hallo. Ich bin wohl in der falschen Kutsche, das hier muss der Leichenwagen sein. Na, hören Sie mal. Winston, haben Sie gehört, was er gesagt hat? Nein, Sir. Mesdames, Messieurs, darf ich kurz fragen, warum sind Sie nicht bekleidet? Ich meine, was ist das? Ich habe in meinem Leben viele Körper gesehen, aber das ist mir noch nie unter die Augen gekommen. Das sehen Sie, Winston, was Sie gemacht haben, indem Sie sich weigerten, mich anzukleiden. Entschuldigen Sie, wir sind hier zivilisierte Menschen. Können Sie sich bitte bekleiden? Was ist das hier? Oh, es ist furchtbar. Ich finde es ganz köstlich, wie Sie herumlaufen. Ich frage mich, wie Sie so alt werden konnten. Sex. Immer nicht immer nackt herumlaufen. Ich hole meine Lupe raus. Die Kutsche rollt frohen Mutes in Richtung Moriton Manor. Es geht durch verdreckte Straßen, vorbei an allerhand Gesindel und Bettlern. Dann wird die Gegend nach und nach besser und kurz darauf sind immer weniger Häuser zu sehen. Die dafür aber immer größer werden, bis schließlich nur noch selten lange Einfahrten vom Weg abgehen. Nach einigen Stunden Fahrt kommt die Kutsche etwa um die späte Mittagszeit am Anwesen der Familie Moriton an. Das Anwesen steht fast völlig einsam auf einem Hügel, von dem aus London nur noch durch den Dunst erkennbar ist. Moriton Manor hat die besten Jahre bereits hinter sich, wirkt aber keineswegs verlassen. Spitzenvorhänge schmücken penibel gereinigte Fenster und auch der Garten scheint eine hervorragende Pflege zu genießen. Das angrenzende Waldstück ragt düster und bedrohlich bis an den ausladenden Garten heran, der hinter dem erhöhten Haus weiter zu verlaufen scheint. Dimitri öffnet die Kutschentür. Er beginnt, euer Gepäck zum Haus zu tragen und fängt auch an, die zweite Kutsche zu entladen. Dimitri, lassen Sie das doch den Winston machen. Das ist Winston. Seine Aufgabe. Monsieur, können Sie mir meine Tasche bitte geben? Ich trage sie selber. Es ist kein Problem für doch. Mich. Dankeschön. Was ist denn so Wichtiges in Ihrer Tasche? Ach, Sie wissen nur das Übliche. Geld, mehr Geld. Zum Beispiel, ich habe auch ein bisschen Geld dabei, natürlich, Sie etwa nicht? Winston, haben wir Geld dabei? Mehr als Sie je sehen würden.
Jeder weiß doch spätestens seit Plato, dass nur jene, die kein Geld besitzen, ständig drüber reden. Darf ich Sie also fragen, aus welcher kleinen Gosse Londons Sie hierher gekommen sind? Die Ladies, die Lords, entschuldigen Sie, ich darf vorstellen, Graf Montgomery Thaddeus. Thaddeus? Graf Thaddeus Montgomery. Ich versuche ihm das seit Jahren beizubringen. Von Bohlen und Halbach zu Falkenberg. Zu Falkenberg? Falkenberg. Und Sie dienen diesem Herrn? Sehr wohl, mein Lord. Wieso dienen Sie zur Abwechslung nicht mal Ihrer Würde? Und gehen Sie jetzt weg, der Mann ist ein schlechter Einfluss für Sie. Gehen Sie. Hören Sie mal. Ich kann hören. Wie steht's mit Ihnen? Vielleicht brauchen Sie irgendwann mal auch einen Kredit. Oder jemand muss Ihnen eine Tür aufmachen zu einem Folterkeller, in dem Sie leider eingesperrt worden sind. Das kann passieren. Ein offensichtlich als Butler gekleideter älterer Mann. Schaut euch an. Oh, kennen Sie beide sich? Mein Name ist Bruce. Hocherfreut, die Herrschaften zu treffen. Treten Sie bitte ein. Ich nehme an, es handelt sich um geladenen Besuch. Na, Monsieur, Sie müssen doch selber wissen, wen Sie eingeladen haben. Dimitri hat uns hergefahren, dann wissen Sie nicht, wer Ihr Kutscher ist oder was? Wollen Sie mich veräppeln? Ich muss lachen. Aha. Verzeihen Sie vielmals, das muss ein Irrtum meinerseits sein. Treten Sie bitte ein, ich leite Sie sogleich in den Salon. Dankeschön. Übrigens, danke. Ihr Kutscher, sind Sie sicher, dass er der Richtige ist? Ich hatte jemanden mit dem Namen Ashton erwartet. Eine hervorragende Wahl. Dimitri Popov. Blind in der Erfüllung seiner Befehle und blind, wenn es darum geht, Pietäten und kleine Feinheiten zu übersehen. Ich verstehe, was Sie meinen. Wir verstehen uns. So, treten Sie doch bitte ein. Ich entschuldige mich vielmals, die Herrschaften. Ich werde sofort den Tee anrichten lassen. Wenn Sie mich einen Moment entschuldigen würden. Haha, Winston, so, gucken Sie mal, wir haben nur einen Kamin. Aber lachen Sie nicht. Sir Bruce, ich möchte Sie gerne darauf hinweisen, dass mein Herr Graf Mon, Graf Thaddeus Montgomery, nur ganz explizit exquisiten Tee zubereitet, trinkt. Ich habe nun die Zutaten hierbei. Kann ich Ihnen bedienlich sein? Aber bitte folgen Sie mir doch. Ja. Den Tee macht selbstverständlich das Hausmädchen. Und du kommst mit ihm gemeinsam durchs Esszimmer, dann in einen Flur und schließlich in die Küche. Die Küche ist ein wirklich wunderschöner Raum. Eine Glasfront zum Garten hin. Es gibt eine Wasserstelle, aber keinen Wasseranschluss. In Töpfen steht frisches Wasser da. Ein offener Ofen, also es sitzt ein kleiner Tisch, an dem zwei Frauen zu sitzen scheinen, zwei jüngere Frauen. Und alles ist geschäftig und scheint den üblichen Aufgaben nachzugehen. Eine Waschküche grenzt an den Raum an. Sophie! Den Tee, bitte! Sehr gut gemacht. Guten Tag, du Sophie. Einen wunderschönen guten Tag. Während du dich so umsiehst, betritt Sophie zusammen mit Bruce und Earl wieder den Raum. Als sie euch erblickt, scheint sie förmlich zu erstarren und ihr fällt das Tablett herunter. Der Tee und alle Leckereien, die so gereicht werden sollten, haben sich auf dem Boden verteilt. Oh, Winston, was haben Sie getan? Kaufmann, mein Tee ist immer noch perfekt auf meinem Tablett. Bitte sehr. Madame, was ist los? Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Was ist los? Wie geht es Ihnen? Kann ich Ihnen helfen? Was ist los? Was sind Sie denn für ein Arzt, dass Sie das arme Mädchen fragen müssen, was mit ihr los ist? Sind Sie nicht hier, um genau das herauszufinden? Entschuldigen, wie war Ihr Name nochmal? Bei wem haben Sie noch Ihre Ausbildung genossen? Jack the Ripper? Madame, wollen Sie sich setzen? Haben wir vielleicht ein Glas Wasser für die Mademoiselle? Nein, ich, gut, dass Sie hier sind. Elliot ist verschwunden. Sie müssen... Ach, was ist hier denn geschehen? Sophie, du... Unerhört, was dieses Ding sich hier erlaubt. Also, verzeihen Sie vielmals, wir bereiten sofort neuen Tee zu. Es ist ja schließlich auch bald Abendessenszeit. Verzeihung. Ich kenne das. Madame, können Sie noch mal wiederholen, was Sie gerade im ersten Satz zu mir gesagt haben? Ich gar nicht. Das tut mir leid, das habe ich gesagt. Junger Mann, darf ich Sie noch mal kurz fragen, wie war Ihr Name? Sie müssen doch nicht lange in London sein, sonst würden Sie wissen, dass ich Lord Henry bin. Ich habe Sie aber auch noch nie bei Madame Pomeroy beim Tee gesehen. Lord Henry, ganz kurze Frage. Haben Sie gehört, was die Dame gesagt hat gerade? Ich meine vernommen zu haben, dass sie sagte, Elliot sei verschwunden. Sehen Sie, ich habe exakt das Gleiche gehört. Ja, dann wird es wohl so sein.
Schade, dass wir offensichtlich die einzigen beiden hier sind, die hören können. Vermutlich. Da müssen unsere vier Ohren wohl für acht zuhören. Die Herren, verzeihen Sie vielmals dieses sehr unglückliche Missgeschick. Ich bin untröstlich. Ja, das würde ich auch hoffen. Das geht ja gleich direkt gut los. Doch soeben sagte mir die Uhr, dass bereits in wenigen Minuten Zeit für das Abendessen gekommen sein dürfte. Nun hätten Sie doch nicht so, Bertha. Wenn es Ihnen recht ist, würde ich Sie nun also ins Esszimmer geleiten und um einen kurzen Moment Geduld bitten, bis wir essen können. Aber was ist denn mit der Zigarre vor dem Essen? Mit dem Gin vor der Zigarre, vor dem Essen. Sie sind herzlich... Bin ich der Einzige, dem Etikette hier etwas bedeutet? Sie sind herzlichst eingeladen, beim Essen zu rauchen, das versteht sich. Und nach dem Essen reichen wir Alkohol und Zigarren im Herrenzimmer, versteht sich. Ich akzeptiere unter der Bedingung, dass der Alkohol schon vorher serviert wird. Ansonsten nehme ich meinen eigenen... Wie Sie sind schon fertig. In den Tee hinein. Ihr Gepäck lasse ich derweil auf die Zimmer bringen, denn wenn mich meine Augen nicht täuschen, wird es doch schon sehr dunkel und beide Kutschen sind bereits nach London zurückgekehrt. Junger Mann, das ist sehr nett gemeint. Ich behalte meine Tasche erstmal bei mir, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Überhaupt kein Problem. Dankeschön. Setzen Sie sich, setzen Sie sich. Ich bin sofort zurück. Darf ich Sie kurz informieren, was Alkohol mit Ihrer Leber macht? Wollen Sie das wissen? Interessiert es Sie? Mann, ich bin 78 Jahre alt. Das ist ein Wunder. Ab jetzt wird nur noch genossen. Mhm. Alt und hohl und Alkohol. So, so. Das reimt sich, was sich reimt, ist... Von... Gut, Sie haben ein sehr großes Vokabular. Monsieur, ich weiß, Sie sind alle vermutlich eingeladen worden von Monsieur Moriton. Moriton. Ich habe eben kurz... Der junge Mann hat es auch gehört. Wie die Dame gesagt hat, Elliot... ist verschwunden. Kennen Sie einen Elliot? Haben Sie von diesem Namen jemals Kenntnis genommen? Sagt Ihnen ein Unbekannter. Ich kenne nahezu jeden. Das ist interessant. Vielleicht existiert der Mensch gar nicht. Möglich. Diese Person ist eine Lüge, um das Missgeschick mit dem Tee. In meinem Hause wäre das die Kündigung gewesen. Um darüber hinweg zu täuschen, wurde dieser besagte Person, wie hieß sie, Klaus, wurde erfunden. Elliot wurde erfunden, um über das Malheur hinweg zu verstehen. In diesem Moment geht die Tür auf und Bruce und Sophie kommen herein. Setzen Sie sich doch bitte, das Essen wird bereits angerichtet. Selbstverständlich wird niemand von uns mit Ihnen essen können. Leider ist Mr. Moriton noch verhindert, lässt sich entschuldigen und wird spätestens morgen früh zu Ihnen stoßen. Und kann alle offenen Fragen sicherlich beantworten. Morgen früh, Monsieur, wir sind extra angereist für Moriton. Mir sind Ihre Umstände durchaus bewusst und ob Ihnen Geld wichtig sein mag oder nicht, wir werden Sie fürstlichst entlohnen. Womit gedenken Sie mich denn entlohnen zu können? Ich bin mir sicher, es geht um etwas hochgradig Wichtiges und Persönliches. Wenn Mr. Moriton sich die Arbeit macht, so herausragende Herrschaften so weit ins äußere London zu sich. Komm, für jemanden, der sich so sicher sind, haben sie ein sehr unsicheres Auftreten. Bruce, auf ein Wort. Aber bitte. Wie lange sind Sie schon in Diensten meines guten Freundes Moriton? Bereits einige Jahre. Einige Jahre. Und darf ich Sie fragen, wo Sie ursprünglich herkommen? Guter Meine Mann, Vorfahren kamen einst aus Deutschland. Ich hingegen lebe schon einige Jahre in England. Haben Ihre Eltern mit Ihnen Deutsch gesprochen? Oder waren Sie bereits englischsprachig? Hin und wieder, möchte ich sagen. Meine Großeltern sprachen Deutsch als Muttersprache, meine Eltern auch noch. Aber leider bin ich des Deutschen nicht so mächtig, wie ich es gerne wäre. Sie würden sich also als englischen Muttersprachler bezeichnen? Doch, so weit würde ich nicht gehen, wenn ich Sie sprechen höre. Solch eloquente Sprache. Akustiken und Schmeicheleien für meine Ohren. Die vermag ich nicht zu formulieren. Doch ich finde, es ist ganz passabel, was ich von mir gebe. Wissen Sie, Komplimente sind mit einem Degen zu führen und nicht mit einem Breitschwert. Verzeihen Sie vielmals. Ich hoffe, das Essen schmeckt Ihnen. Bruce, eine Frage noch ganz kurz. Dieses Haus hier, wann wurde es noch gleich erbaut? Oh. Das könnte eine Weile her sein. Dieses Haus ließ bereits der Vorfahr des werten Alfred Moriton erbauen. Für lange Zeit diente es nur als Ferienhaus und Wochenenddomizil. Doch
Der werte Lord Moriton ließ sich später hier nieder und als er seine Geschäfte dann komplett zur Ruhe legte, baute er es zum dauerhaften Anwesen aus. Ich war bereits einmal hier und ich erinnere mich daran, ein ganz fantastisches Foto von Moritons Großmama gesehen zu haben. Könnten Sie mir bitte sagen, wo ich dieses Foto hier wohl finden kann? Ich habe es für den Moment vergessen. Fotografien haben wir leider gar keine im Haus. Ach, das ist ja sehr interessant. Vielen Dank. Sie dürfen sich zurückziehen. Dina, eine Frage? Ja. Und zwar wegen der Entlohnung für unseren Tag hier. Ja. Mein Butler Winfred ist ja de facto aktuell auf der Arbeit. Denn er arbeitet ja für mich und wo ich bin, ist seine Arbeit. Ich bin der Kern seines Lebens. Ich bin der Grund, der einzige Grund für seine Existenz. Na, absolut. Kann ich dann also nun davon ausgehen, dass das Geld, welches nun meinem Butler gehören würde, durch diese Konstellation automatisch auf meinem Feld landet? Ich möchte sagen, Ihrem Butler hätte ich überhaupt kein Geld zugeschrieben, aber für Ihre Umstände werden Sie sicherlich einen extra Aufwand erhalten. Dann bin ich einverstanden. Ich hoffe doch sehr, unser Gastgeber hat auch an Sie gedacht und einige Froschschenkel bereitgestellt. Das ist sehr lustig. Ihr Humor bringt mich zum Lachen, sehr amüsanter Kerl. Sagen Sie, was ist das genau, was ich hier vorgesetzt bekomme? Als ihr die Abdeckung hochnehmt, liegt vor euch eine hervorragend zubereitete Gänsebrust. Dazu wird ein toller Rotwein gereicht. Es sieht wirklich lecker aus, was da vor euch steht. Dear Lord, eine Sekunde bitte. Es ist zubereitet. Wenn Sie möchten, kann mein Butler auch bei Ihnen einmal nach Giften schnuppern. Er hat das feinste Näschen ganz Asiens. Ich verzichte darauf, dass Ihr Butler seine Nase in mein Essen stülpt. Gut, dann sterben Sie in Frieden. Ich muss wirklich sagen, die Gans sieht zwar sehr lecker aus, aber ich frage mich, wer sie wirklich geschnitten hat. Das ist furchtbar. Die gesamte Geometrie des Tellers ist eine Beleidigung für mein Auge. Ich muss es so ehrlich sagen. Hoffentlich schmeckt es besser, als es aussieht. Bon Appetit. Darf ich Sie mal fragen, nur so aus Interesse? Dr. Tesseract. Wie hoch ist die Überlebensquote Ihrer Patienten? Das kommt ganz darauf an, was die Patienten haben. François, erzählen Sie mir doch mal Dr. was von Tesseract. Sich. Tessie, erzählen Sie mir doch mal was von sich. Was sind Sie für ein Mensch? Was ist das für eine primitive Kreatur? Ich fasse es nicht. Das können Sie nicht mal die normalsten Regeln einhalten? Wir kennen uns noch nicht so lange. Für Sie bin ich immer noch Dr. Tesseract. Habe ich Sie etwa beleidigt mit meiner Sprache? Es war ganz und gar nicht meine Absicht zu beleidigen. Nichts liegt mir ferner als das. Nun erzählen Sie doch mal Sie temperamentvoller Südländer. Was meinen Sie denn so im Leben? Ich bin Chirurg. Wissen Sie, was das ist? Sie haben ja noch nie Ihr Haus verlassen, so wie ich gehört habe. Ich habe noch nie davon gehört. Das habe ich mir gedacht. In Bildungskreisen spricht man auch von den Ungelehrten. Wie sagten Sie zu Hause? Wurden Sie gelernt von einer Privatschule oder wie? Muss ich mir das vorstellen? Sie haben noch nie die Bücher einer Universität gesehen? Naja, die Bücher einer Universität werden mir regelmäßig angeliefert. In der Tat kann man sagen, ich beliefere die Universität mit Werken aus aller Welt. Waren Sie schon mal in Quatschopottel? Das ist interessant, dass Sie sagen Quatschopottel. Natürlich war ich schon mal in Quatschopottel. Die anderen Bediensteten sitzen in der Küche und bekommen auch ganz, aber natürlich nicht die besten Stücke. Am Tisch sitzen Bruce, der Butler, Sophie, Margaret Parker, die Hausdame, Isabel, das weitere Hausmädchen, und Matt, der Hofgärtner. Während ihr esst, steht plötzlich Margaret Parker auf, die Hausdame. Ich werde nun der Lady ihr Essen bringen. Sie steht auf, nimmt den Teller und verlässt den Raum, geht mit dem Teller auf den Flur. Bruce! Ja? Was können Sie mir über diese Unternehmung erzählen? Beim Essen recht wenig, möchte ich meinen. Also merkst durchaus, dass der Ton dir gegenüber weit weniger höflich ist. Ich hasse mein Leben. Du merkst, Sophie beobachtet dich. Also schaut immer wieder zu dir rüber, wirkt verunsichert. Sophie, das mit dem Tee möchte ich gerne noch einmal ansprechen, wenn ich darf. Bruce schaut schon grimmig, aber noch unterbindet er es nicht. Die Hand wird in einem 45-Grad-Winkel festgehalten. Ungefähr so. Ich präsentiere Ihnen das nun mit diesem Teller. Sehen Sie, alles okay. Sophie schaut dich an und schüttelt den Kopf. 45 Grad, relativ einfach. Danke. Ja. Währenddessen, Wilson. Ja.
Was schmunzeln Sie mich an? Kann ich Ihnen? Haben Sie sich denn schon eine passende Grabstelle rausgesucht? Ich habe gehört, in Barclay gibt es einen ganz fantastischen Friedhof mit Blick über die Stadt. Schön, dass Sie das sagen. Genau da ist das große Familiengrab, der zu Falkenbergs. Eigentlich der komplette Friedhof mittlerweile, weil wir so viele sind. Und da werde ich zusammen mit meinem Butler bestattet, zur selben Zeit. Also wann auch immer ich gehe, muss er dann mit. Also ist der Butler quasi auch 78? Der Butler ist noch, der hat noch 20 gute Jahre vor sich. Aber was wären das denn für Jahre ohne mich? Wie soll er denn überhaupt zurechtfinden? Sagten Sie kurz, ganz kurz, Falkenberg. Falkenberg! Ich habe einmal einen Falkenberg, glaube ich, operieren müssen. Doch, doch. Ich erinnere mich vage an den Namen. Ich habe mal einen auf meinem Tisch liegen sehen. War das Frederik Falkenberg? Es ist möglich, dass es Frederik Falkenberg war. Ich kann mich nicht genau entsinnen, welcher Vorname er hatte, dieser Monsieur. Er hat eine gar furchtbare Leber. Ich musste sie komplett rausschneiden. Ja, das war von dem weniger alkoholverträglichen Zweig der Familie. Der ist mittlerweile ausgestorben. Dafür haben wir gesorgt. Interessant zu sehen. Dankeschön. Ich wollte nur kurz sagen, ich habe ja schon mal den Namen gehört. Sie haben mehrfach Interesse gezeigt an meine Leber. Soll ich sie Ihnen überschreiben? Soll ich sie Ihnen hier und jetzt meinem Tod machen? Normalerweise würde ich sagen sofort, aber Ihre Leber ist nichts wert, sind wir ehrlich. Ihre Leber ist höchstens ein abschreckendes Beispiel für junge Menschen da draußen, was Alkohol und Zigaretten dem Körper zufügen. Ich kann damit nichts anfangen, es tut mir sehr leid, Monsieur. Aber also sagen Sie quasi Lebanon? 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 Ist das ein Wortspiel, das sich bezieht auf das Land Lebanon? No? Plötzlich, obwohl es schon um die 7:30 ist, fällt euch plötzlich auf, dass da jemand vor dem Fenster zu stehen scheint. Da scheint mir jemand vor dem Fenster zu stehen. Das ist immer so, wenn man isst. Das sind die Armen. Wenn die arbeiten würden stattdessen, was die verdienen Armen würden. Junge Lord, haben Sie gesehen, ist es eine Person oder mehrere? Es ist eine Person. Ich sehe besser mal nach, wer das am Fenster war. Vielleicht nehmen Sie Ihr Skalpell mit. Ich denke nicht, dass dieser Mann momentan ein interiöres Leiden hat. Wissen Sie, ich würde an Ihrer Stelle das Skalpell lieber mitnehmen, denn seien wir doch ehrlich, ein Todesopfer mehr oder weniger durch Ihr Skalpell wird Ihre Quote nicht nachträglich verändern. Da haben Sie wohl recht. Trotzdem bleibt das Skalpell erstmal dort, wo es ist. Wenn es um Säbel und scharfe Waffen geht, sind Sie ja der richtige Mann. Ich stehe kurz an das Fenster und gucke aus dem Fenster, ob ich sehen kann, wer dort sich eben noch befunden hat. Nun, Monsieur, ich sehe dort einen Mann. Ein Butler? Ich kann es nicht genau sagen, er steht im Gebüsch und er glaubt, er ist nicht zu sehen, aber ich sehe ihn ganz klar mit meinen Augen. Was soll ich machen? Haben Sie einen Vorschlag, Monsieur? Beschreiben Sie ihn doch mal. Nun, es scheint mir ein Mann zu sein, der arbeitet. Ich weiß, sowas haben Sie in Ihrem Leben noch nie gesehen. Lassen Sie es mich kurz beschreiben. Beschreiben Sie mir. Er ist in etwa in Ihrem Alter, vielleicht ein bisschen jünger, ein bisschen gebrochene Statur. Offensichtlich hat er hart zu arbeiten gehabt in seinem Leben. Ich kann es nicht genau sagen. Vermutlich hat er Probleme am Solarplexus. Ist eine kleine Vermutung. Ich kann nicht 100% sagen. Er macht dort irgendwas am Gebüsch, aber es ist mir nicht eindeutig erkennbar, was es ist. Was er dort tut. Nun ist er weggerannt. Er hat offensichtlich gesehen, dass ich ihn sehr lange angestarrt habe. Passiert Ihnen das häufiger? Nein, normalerweise fällt den Menschen nichts mehr auf, wenn ich sie anstarre. Weil sie tot sind, verstehen Sie? Oder in Narkose. Kleiner Chirurgenwitz. Sie sind mit Ihrem Humor ähnlich scharfklingig unterwegs wie mit dem Skalpell. Das muss man Ihnen lassen. Vielen Dank, Monsieur. Oh, die Herrschaften, es scheint geschmeckt zu haben. Monsieur Bruce, wir haben eben ein Fenster eine Gestalt gesehen, es war ein junger Mann um die 30. Wissen Sie, wer das war? Warum gucken Leute uns beim Essen zu? Wo bin ich hier gelandet? In einem Viehstall? Lassen Sie die Hunde los. Es tut mir sehr leid, das muss Donny Cook gewesen sein. Dieser widerwärtige Herumtreiber aus dem Nachbarort. Deswegen schaut er immer, weil er Cook heißt. Streicht seit ewigen Weilen schon um dieses Haus herum und stellt unserer Sophie nach. Ach, eine Liebe, die nicht sein soll, gibt es nicht. Oh. Etwas Tragischeres im Leben als das. Wie soll die liebe Sophie denn auch ihren Tätigkeiten nachkommen, wenn ständig dieser Pöbel sie belästigt? Ich denke, Sie verstehen. Und darf ich Sie nun ins Herrenzimmer einladen? Dort möchte ich Ihnen den feinsten Brandy einschenken,
den ihr Gaumen je geschmeckt haben wird und sie gern auf eine Zigarre einladen. Das ist sehr freundlich von Ihnen, Brüß, aber darf der Knabe auch kurz mitkommen ins Herrenzimmer? Oh. Offensichtlich waren Sie in Anatomie nicht so oft zugegen. Es war ein Scherz, weil Sie noch so jung sind. Junger Mann, nehmen Sie es sportlich. Mit einer ausladenden Geste stößt er eine große Tür auf eine Doppeltür und macht den Weg zum Flur frei. Ah, das ist doch viel mehr. Das ist doch mehr unser Stand, oder? Dieses wunderschöne Räumchen hier. Kaufmann, das ist der Flur. Natürlich, das ist mir bewusst. Aber haben Sie schon mal solch einen Flur gesehen? Mit einer solchen Geradigkeit. So eine man kann richtig weit sehen. Und bis in den nächsten Raum. Warum sind Sie überhaupt hier? Sollen Sie nicht in der Küche sein? Nun lassen Sie doch Ihren Butler auch mal teilhaben an dieser Runde. Er ist doch ein anständiger Mensch, oder nicht? Sie kennen ihn nicht. Kaufmann, es ist fast 8 Uhr. So folgen Sie mir doch bitte. Medikamente. Das Herrenzimmer ist auch wirklich ein Raum, in dem man sich wohlfühlen kann. Schöne grüne Ledermöbel, ein großer Schreibtisch, an dem mehrere Personen auch sitzen könnten, viele Bücherregale, ein Raum, in dem sich's gut aushalten lässt. Ein Globus, der gleichzeitig eine Minibar ist. Ich sitze bereits und habe mir die dickste Zigarre angezündet, die Sie haben. Das ist eine gute Zigarre. Sie schmiegt sich in die perfekte Lücke zwischen Daumen und Zeigefinger. Sie hat die perfekte Dicke. Man könnte fast meinen, naja, da muss ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Die Herrschaften, ich werde Ihre Zimmer herrichten. Sehen Sie sich gerne auf dem Anwesen um. Im Rahmen der gebührenden Höflichkeit, versteht sich. Ich werde Sie abholen und Ihnen Ihre Zimmer zeigen, sobald alles hergerichtet ist. Einen wohltuenden Abend wünsche ich. Ich müsste einmal das Herrenzimmer meines Grafen vorbereiten. Bitte geleiten Sie mich doch dorthin. Sehr gerne doch. Bruce führt dich über einen Flur zurück zur Haustür und dort die Treppe hinauf. Und dann steht ihr in einem Flur, von dem eine Menge Zimmer abgehen. Welches Zimmer darf ich empfehlen? Gleich hier vorne das erste, mein persönlicher Favorit. Aber sehr wohl. Ein schönes Gästezimmer, also wirklich absolut angemessen, großes Himmelbett. Und eure Sachen stehen noch auf dem Flur. Darf ich annehmen, dass die Sachen in dieses Zimmer geräumt werden sollen? Sehr wohl. Bedachten Sie bedingt auf die Gardinen. Die Gardinen sind meinem Grafen sehr wichtig. Sehr wohl doch. Ja. Isabel! Ja? Mhm. Die Sachen bitte. Und Isabel fängt an, die Sachen ins Zimmer zu bringen. Sie können sich gerne zum Herren zurückziehen oder darf ich Ihnen zur Hand gehen? Ich glaube, dass die Herstellung des Zimmers ist bei Ihnen in guten Händen. Isabel, herzlichen Dank, Bruce. Ich werde nun wieder zurück zu meinem Grafen gehen. Du kommst die Treppe nach unten, jetzt wird es wieder, also dir gegenüber ist der Salon, rechts davon das Esszimmer. Neben dir führt eine Treppe, scheinbar eine Tür, die aussieht wie eine Kellertür. Ist einfach so eine typische Weinkellertür aus Holz mit einem kleinen Stahlfenster. Zu einer Tür, sehr dicken Tür, es lässt darauf schließen, dass da ungefähr die Bedienstetenunterkünfte sein müssten. Niemand scheint dich zu bemerken. Du stehst auf einem Flur, der hinten rechts um die Ecke zu gehen scheint. Miss Sophie! Ja? Okay. Die Tür geht auf und Sophie und Margaret schauen dich sehr verdutzt an. Kann ich Ihnen helfen? Ich habe mich verlaufen. Ich möchte gerne wieder zurück zum Herrenzimmer, aber Miss Sophie, vielleicht könnten Sie mich begleiten. Kein Problem, aber die junge Miss Sophie hat gerade Besseres zu tun. Aber, nein, ich kann das. Nun gut, Sophie, nun gut. Sophie, mir ist aufgefallen, dass Sie sehr traurig reinblicken. Ich kenne das. Hassen auch Sie Ihr Leben? Ich muss Ihnen etwas sagen. Hier läuft nicht so, wie es sollte. Mein Elliot ist verschwunden. Wer ist Elliot? Mein kleiner Sohn. Bitte helfen Sie mir. Wie soll ich Ihnen denn helfen? Sie müssen meinen Sohn finden. Es hat irgendwas mit den Moritons auf sich. Mr. Moriton ist seit Tagen. Sophie! Nun bring den Herren doch ins Zimmer! Also bitte, entschuldigen Sie vielmals! Und führt dich zum Herrenzimmer. Okay. Die Tür geht auf. Dein Butler steht mit Margaret Parker zusammen in der Tür. Na endlich, da sind Sie ja. Setzen Sie sich doch zu uns und erleben Sie einmal das Leben in einem höheren Stand. Tun Sie etwas so, als wären Sie ebenso viel wert für diese Gesellschaft wie wir. Die Reichen, die Adligen, die Schönen.
tun sie einfach so. Ach, Papalapap, was soll das denn, dass sie ein Lappen sind? Dass sie ein Butler sind. Nichts wert. Nutzlos. Für die Gesellschaft. Tun sie einfach mal so. Feiern sie mal. Sehr wohl, Sir. Hocherfreut, die Herren. Hocherfreut. Entschuldigen Sie die Störung. Sagen Sie, wie viele Bedienstete sind hier denn überhaupt? Das ist ja schon wieder eine Fremde. Kollegen, haben Sie... Das können wir herausfinden. Frau Parker, seien Sie so nett, kommen Sie dabei zurück zum Tisch. Selbstverständlich. Frau Parker, bitte entspannen Sie sich. Können Sie mir sagen, mein guter Freund Moriton hat mir kürzlich gesagt, ich vergaß es, Sie verstehen das Alter. Wie viele Bedienstete arbeiten hier noch gleich? Das dürften mit... Moment, lassen Sie mich nachzählen. Isabel, Sophie, Bruce, Matt und ich. Das dürfte es gewesen sein, ja. Wissen Aber Sie, wir mögen wenige sein. Wir halten das Haus penibelst sauber. Darauf lege ich großen Wert. Davon bin ich überzeugt und ich habe mir bereits ein Bild von Ihrer Gründlichkeit machen können. Eine Frage noch ganz kurz. Mein guter Freund Moriton, wie lange ist er denn schon außer Haus? Mr. Moriton, muss ich zugeben, so privat diese Frage auch sein mag, ist seit einigen Tagen schon in seinem Büro verschwunden und möchte nicht so recht herauskommen. Das Essen rührt er allerdings an. Ich muss es jedoch vor die Tür stellen. Na, aber das kann doch nicht sein. Er ist ein alter, guter Freund von mir. Ich bin für ihn hier. Wir alle sind offensichtlich alte Freunde von ihm. Dann soll der Mann doch aus seiner Wohnung rauskommen. Man kennt sich in diesen Kreisen. Also gehen Sie nun hoch und sagen Sie ihm, dass Graf Thaddäus Montgomery, Krupp von Bohlen und Halbach zu Falkenberg da ist und seine Aufmerksamkeit erfordert. Dürfte ich vielleicht Ihre Einladung sehen? Das würde mir natürlich enorm helfen. Ach, natürlich. Die Dringlichkeit. Als du die Einladung übergibst, fällt dir auf, dass die Schrift darauf etwas ungelenk wirkt und leicht verwischt ist. Als hätte jemand über die frische Tinte so ein bisschen drüber gewischt. Vielen Dank, ich werde die Einladung sofort überbringen und sehen, wie Mr. Moriton reagiert. Gut. Anders als mein Reichtum ist meine Geduld begrenzt. Gut. Kurz nachdem sie den Raum verlassen hat, betritt Bruce den Raum. Die Herren, die Zimmer sind hergerichtet. Wenn ich sie denn also nach oben geleiten dürfte, Bruce, um ihnen zu zeigen, wo sie nächtigen. Ich hatte noch vor, mit diesen beiden netten Herren und dem Butler ein wenig den Abend zu verbringen, Geschichten zu erzählen, etwas über die Chirurgie zu lernen und vielleicht auch über, wenn man gar nichts macht. Überhaupt kein Problem. Ich kehre um 10 zu Ihnen zurück, zeige Ihnen dann die Zimmer, denn dann kehrt hier Nachtruhe ein. Darauf muss ich leider bestehen. Meine Herren, mir dünkt, etwas ist hier nicht ganz geheuer. Wir haben bereits erfahren, dass der junge Elliot offensichtlich vermisst wird. Was ist denn das überhaupt für eine kuriose Situation? Ferner muss ich sagen, dass mir die Bediensteten doch etwas verdächtig vorkommen. Bruce zum Beispiel... Ich glaube, er erzählt uns nicht die gesamte Wahrheit. Ich stimme Ihnen sehr zu. Was ist alles sehr merkwürdig hier. Wir werden eingeladen von Monsieur Moriton und er lässt sich nicht einmal blicken. So kenne ich ihn gar nicht. Das ist ganz komisch. Die Bediensteten, sie sind wild aufgescheucht. Ich habe sowas noch nie in meinem Leben gesehen. Das gibt es nicht in guten Kreisen, in denen ich normalerweise verkehre. Das wäre normalerweise, würde da jeder wieder... Sie haben es selber gesagt. Es ist normalerweise ist es ein Kündigungsgrund. Als ob ich nicht zu Hause schlafen kann. Da muss ich doch nicht hierher kommen. Es wirkt wie ein furchtbares Schauspiel. Dann die Person, die wir gesehen haben, an die Esstisch. Wer war diese merkwürdige Gestalt? Ich weiß nicht, was hier los ist. Und jetzt gucken Sie sich die Einladung an. Ich habe es eben bei Ihnen beobachtet und nun gucke ich auf meine und ich stelle fest, die gesamte Schrift ist geschrieben wie von einem kleinen Kind oder von jemandem mit einer Spastik. Weißt du, was Sie meinen? So schreibe ich auch. Ist das eine offizielle Diagnose? Ich kann es nicht genau sagen. Es könnte jemand sein, der nicht sehr gut schreiben kann. Aber es könnte jemand sein mit einer genetischen Krankheit. Es könnte alles sein, aber es scheint mir nicht die Anschrift von Moriton zu sein oder es geht ihm nicht gut. Sehen Sie selbst. Gucken Sie doch mal Ihre Anladung. Das ist eindeutig nicht die Handschrift meines guten alten Moritons. Sie ist bei Ihnen auch verwischt? Selbstverständlich. Das ist doch nicht möglich.
Da gucke ich auch noch mal nach. Haben Sie eigentlich bei mir? Hat Ihr Butler eigentlich auch eine Einladung bekommen? Natürlich nicht. Er gehört zum Haushalt. Haben Sie eine Einladung? Was? Haben Sie eine Einladung? Kraftmann, Sie haben keine Einladung mehr. Warum? Sie haben sie weggegeben. Was halte ich denn da in der Hand? Meine Kündigung. Na, die brauchen wir nicht, ja? Sieh hier mal mit Ihren Witzen. Aber jetzt eine sie? Frage ganz kurz, ja. Bevor wir weiter uns in Gefälligkeiten verlieren. Mein Butler mag tumbe aussehen, aber hat eine ausgezeichnete Auffassungsgabe. Ich würde ihn gerne fragen, haben Sie irgendwas gesehen? Sie sind ja wie eine Ratte, sind ja die Bediensteten in diesem Haus, überall. Haben Sie irgendwas gesehen, was uns helfen könnte? Lieber Graf, ich habe exakt das gesehen, was ich all die Jahre meines Lebens gesehen habe. Räume voller Prunk. Bedienstete. Das war's. Danke. Nun gut, was nicht so, das habe ich von Ihnen erwartet. Mir ist tatsächlich etwas aufgefallen und ich bitte die Herren um Entschuldigung, wenn ich das offene Wort ergreife, aber Sie haben mich eingeladen, lieber Graf Mon, so zu tun, als sei ich Ihrerseits. Ich hasse Sie alle. Entschuldigen Sie, der Brandy. Es geht um Folgendes. Ich habe die Sophie getroffen und mir ist nicht entgangen, dass es ihr nicht gut geht. Sie erwähnte ihren Sohn, der verschwunden ist, Elliot. Elliot! Gräfin Sophie von Freudenberg, wen meinen Sie? Welche Sophie? Die Dame, die den Tee hat fallen lassen. Die Bedienstete, hören Sie doch auf. Nun, hat sie vielleicht etwas über diesen Elliot gesagt? Wer ist es? Es ist ihr Sohn. Ihr Sohn? Ihr Sohn. Ihr Sohn? Yes. Das ist ja unglaublich. Ihr Sohn ist verschwunden. Das ist ein Skandal. Wir sollten sofort die Polizei rufen. Was ist das hier für eine... Das passiert jeden Tag. So ein Ärger aber auch. Menschen gehen verloren. Sehr sohnderbar. Sagten Sie Sohn der Bar? Ein guter Witz. Herr Taubenhügel. Ja. Ich möchte einen Vorschlag machen. Meine Herren, wo wir doch hier nun eingeladen und offensichtlich sitzen gelassen worden sind, dann können wir uns doch auch ein Abenteuer daraus machen. Hört, hört. Hat einer von Ihnen zufällig noch den Namen dieses Herumstreuners im Kopf? Der vor dem Fenster stand. Oh, im Garten. Der Mann im Garten. Der freche Begaffer. Der Begaffer. Unseres Abends. Oh, wie hieß der doch mal? Wilson, Donny Cook. Nun, lassen Sie uns doch ein Abenteuer suchen, wo wir hier schon in solch illustrer Runde zusammen sind. Und wer meinen Sie mit einem Abenteuer? Vielleicht ist das ja das letzte Abenteuer in Ihrem Leben. Sie haben recht. Ich würde gerne rausgehen und nachsehen, ob dieser Donny Cook noch da ist. Vielleicht weiß er ja mehr, denn es scheint mir so, dass er ganz offensichtlich in oppositioneller Position zu den Bediensteten dieses Hauses steht. Vielleicht können wir von ihm etwas mehr erfahren. Das gefällt mir gut. Ein wenig Bewegung nach dem Essen ist ja gut für die Gesundheit, oder, Doktor? Das ist vollkommen richtig. Aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, Monsieur, ganz ehrlich, ich sehe mich nicht imstande, jetzt hier das Haus zu verlassen. Draußen ist es kalt. Ich habe keine Lust, mich mit fremden Problemen zu schmücken. Ich bin hierher gekommen, um Moriton zu sehen. Ich überlasse Sie die Abenteuer Ihnen. Dann bleiben Sie einfach hier. Ich bleibe hier. Viel Spaß dort draußen in der Kälte. Ich werde in mein Zimmer gehen. Ich habe keine Lust auf diese Spielchen. Dann gehen Sie in Ihr Zimmer und ich gehe hinaus und halte Ausschau nach dem, was ich finde. Ist einer der Herren etwas wagemutiger und begleitet mich? Einen kurzen... Lord Henry. Ja. Lord Henry, könnte dieses Unterfangen eventuell gefährlich sein? Nicht für einen Mann wie Sie mit Ihrer Aufmerksamkeitsgabe. Kraftmann, ich bitte Sie, gehen Sie mit. Na gut, wenn der gute Wilson dann immer nur mein Wohl im Kopf. Sie sind ein guter Mann. Ich warte hier auf Sie. Gut, das werde ich machen. Vielleicht können Sie ja dem Doktor helfen, seine Skalpelle und Herzen und so in sein Zimmer zu bringen. Vielleicht darf ich mich bei Ihnen unterhaken. Ich bin ein alter, schwacher Mann. Das hätten Sie nicht doch sagen müssen, das sieht man. Bitte haken Sie sich unter. Na gut. Vorsicht. Ich habe eine Idee. Ich würde gerne das Fenster öffnen, in dem wir Donny Cook gesehen haben, diese bemitleidenswerte Kreatur. Ich helfe dem älteren Herrn hinaus. Ja, helfen Sie mir. Dadurch, dass die Fenster fast bodenhoch sind, ist das ohne große Anstrengung zu bewältigen. Und ich steige. Ah, mein Rücken! Das war kein gutes Geräusch! Das habe ich schon mal gehört! Das ist gewiss nichts, was sich nicht mit Geld regeln lässt. Ich glaube, Sie müssen dieses Abenteuer ohne mich über. Nun stellen Sie sich doch nicht an.
glaube, ich gehe jetzt hoch in mein Zimmer und dann lege ich mich hin. Na gut, dann schauen Sie mal, wie Sie alleine wieder durchs Fenster zurückkommen. Okay, ich werde Ihnen nicht dabei helfen. Oh! Ist wieder gut jetzt. Ich bin auch von der Umstände. Wer hätte den Gust, dass dieser Jungspund mit mir durch ein Fenster klettern will? Verrückt, sage ich euch, diese jungen Leute. Ja. Sie treten also ins Freie. Es ist sehr dunkel im Garten. Gut, ich gehe zu diesem besagten Gebüsch und sehe mich einmal um. Hallo, fremder Mann in der Dunkelheit. Sie haben mich gesucht. Hallo. Ich hab mir nur die Beete angesehen. Wissen Sie, junger Mann, Sie brauchen sich von mir nicht zu rechtfertigen. Jeder Mann hat auf dieser Welt etwas zu tun. Der eine dies, der andere jenes. Wer bin ich, Sie zu richten? Sagen Sie mir Ihren Namen, junger Mann. Donny Cook nennt man mich, hier in der Gegend. Donny Cook, mein Name ist Lord Henry. Hoch erfreut. Mit einem Lord habe ich selten geredet. Das habe ich mir gedacht. Ich freue mich sehr, Ihre Bekanntschaft zu machen. Herr Cook, darf ich Sie fragen, was Sie um diese späte Stunde hier in Moreton Manor suchen? Ich wollte nur Sophie sehen und mein Elliot. Aber der verdammte Moreton und dieser, entschuldigen Sie, Peabody, dieser Möchtegern-Gauner-Held und Polizisten sonst was, der will mich ja nicht an den Hof ranlassen. Nun, lassen Sie uns doch mal eins nach dem anderen lösen. Ich vermute, Sophie ist Ihre Frau oder Ihre Geliebte. Naja, ich mach das wohl so sehen, aber Sie... nennen wir es schwierig. Sind Sie im Bund der Ehe vereint oder ist es eher eine lose Bekanntschaft? Also jetzt wird's privat. Ich teile auch gerne meine Privatsphäre mit Ihnen. Wenn zwei Menschen sich um diese Zeit an diesem Ort begegnen, dann sollte man zueinander halten und sich nicht auseinanderdriften lassen. Naja, wenn Sie das so sagen, vielleicht sagen wir so, Sophie und ich haben vor einiger Zeit unsere Bekanntschaft, wie würden Sie sagen? Intensiviert. Vertieft. Gelegentlich vertieft, ich verstehe. Und erfreuliches Ergebnis ist der kleine Elliot. Wie alt ist Ihr Sohn denn? So um die 5. Ach, ich freue mich sehr für Aber Sie. Ich sehe den kleinen Racker ja überhaupt nicht mehr. Wieso das denn nicht? Wie ich sagte, Mr. Moreton und Peabody halten mich ja fern vom Gelände. Und ich habe den Jungen seit Wochen nicht gesehen. Und auch Sophie möchte nicht mit mir sprechen. Und wer ist denn nun dieser Peabody? Das ist der Polizist hier in der Gegend, Officer Peabody. Und die wollen den Zutritt zu diesem Gelände hier verwehren? Ja. So dass sie ihren Sohn... Wohnt ihr Sohn denn hier auch auf diesem Gelände? Ja, und glaubt das einer? James Peabody und ich waren zusammen in der Schule. Verprügelt haben wir den kleinen Scheißer. Sie waren in der Schule. Jetzt wird's mir aber zu bunt, Kollege. Mein guter Herr. Jetzt pass mal auf, du aufgeblasener Hanswurst. Ich wollte Sie keinesfalls kränken. Es ist nur so, dass ich nie in der Schule war. Sie sehen und denken, ich bin vielleicht ein aufgeblasener, nobler Herr, der nichts für die Probleme des einfachen Volks übrig hat. Das aber sehen gut, Sie ja. mich an. Ich wollte mein Leben lang zur Schule gehen, aber man hat es mir verwehrt. Ich bin ein Mann, der sehr gut weiß, was es heißt, nicht das zu bekommen, was man begehrt. Nun, ich werde versuchen, es in Ihrer Sprache auszudrücken. Mein guter Herr, ich möchte Ihnen gerne helfen, denn ich vertrete das Motto: Kein Vater darf ohne seinen Sohn sein, denn es ist der Einfluss des Vaters, der aus einem kleinen Balg einen gestandenen Mann macht, der in diesen harten Zeiten zu überleben weiß. Mein guter Freund, darf ich Donny zu Ihnen sagen? Aber bitte doch! Ich bin Lord Henry. Hoch erfreut, Lord Henry. Wo fangen wir denn gemeinsam an? Naja, eigentlich müsste ich mit Sophie reden. Und wenn ich das jetzt für Sie einfädel, dass Sie mit Sophie reden können, was würden Sie dann für mich tun? Eine feine Aktion, möchte ich sagen. Hätten Sie schon ein Gut bei mir? Dann hätte ich ein Gut bei Ihnen. Ich hätte sehr gerne ein Gut bei Ihnen. Wissen Sie was, werter Donny? Ich habe eine gute Idee. Sie kommen mit mir zurückgeschlichen. Wir verstecken uns im Herrenzimmer. Nee, wenn der alte Moreton mich erwischt, ich gehe da nicht rein. Der alte Moreton ist nicht zugegen, Donny. Ich weiß es aus sicherer Quelle. Und was mit dem hier, dem neuen Butler da, diesem komischen Bruce? Donny, sehen Sie mich an. Was sehen Sie? Ein Fatzke. Einen reichen Fatzke, möchte ich meinen.
Wissen Sie, was ein Butler ist? Ein Butler ist ein Dienstangestellter für reiche Fatzken wie mich. Glauben Sie im Ernst, er würde das Wort geschweige denn die Hand gegen mich erheben? Ich mach mich lieber davon und komm andermal wieder! Na gut, ich hätte ihm ja noch eine Alternative anbieten können. Na gut. Ich sehe mich doch auf die Stelle um, ob ich noch was Interessantes entdecke. Entdecke ich etwas? Ja, also offensichtlich nicht. Dann gehe ich noch mal zurück zum Fenster, steige zurück, gehe zurück in den Herrensaal. Ich putze meine Schuhe im teuren Perserteppich, der auf dem Boden liegt, gründlich ab. Gehe zurück ins Herrenzimmer zu den anderen Herren. Mit einem breiten Grinsen sage ich, meine Herren, Sie haben ja keine Ahnung, was Sie gerade verpasst haben. Ich bin mir sicher, Sie werden es uns gleich mitteilen. Nein, das werde ich nicht. Das tun Sie, sagen Sie es einem alten Mann. Sie sind ja auch schon wieder da. Ich dachte, Sie sind mit ihm gegangen. Nein. Mir ging es nicht so gut, körperlich. Ich bin sehr alt, 78 Jahre. Gut, dass Sie es dazu sagen, es wäre mir sonst nicht aufgefallen. Und ich würde jetzt gerne wissen, wenn das für Sie in Ordnung ist, was haben Sie denn da draußen entdeckt? Lassen Sie mich teilhaben an diesem Abenteuer. Da Sie so wissbegierig sind, möchte ich Sie nicht länger hinhalten. Kaufmann, einen Moment. Trinken Sie. Ah, das war genau richtig, danke. Das war genau das, was ich brauchte. Mist, ich wollte das Genick treffen. Während ihr versucht, euch wieder einzurenken, betritt Bruce den Raum. Wenn ich bitten darf, ich möchte die Herrschaft nun so langsam zur Nachtruhe geleiten. Bruce, darf ich, während wir uns bereit machen, so gehen, eine Frage stellen? Aber selbstverständlich. Wie lange sind Sie gleich in Dienst meines guten Freundes Morton? Einige Jahre dürften das nun sein. Ich denke, vor 2 bis 3 Jahren bin ich hier angekommen. Vor 2 bis 3 Jahren. Danke, dass dann haben Sie den Wohnsitz hier und den Arbeitsplatz übernommen von diesem anderen Butler, von Herrn Morrington. Wie war nochmal sein Name? War es nicht Fred? Ja oder nein? Antwort, Sie müssen noch wissen, wie Ihr Vorgänger hieß. Albert, wenn ich mich erinnere. Ich denke, es war Alfred. Alfred, Fred, natürlich. Verdammt, er hat uns wieder erwischt. Die Herr Bruce, wir reden gerade über ein delikates Thema finanzieller Natur. Wir würden gerne noch etwas Privatsphäre genießen. Könnten Sie uns bitte noch für einige Minuten alleine lassen? Selbstverständlich, wenn Sie das wünschen. Ja. Ich komme um 23 Uhr zurück. Sehr gerne, Herr Bruce Wayne. Verlässt mal den Raum. Dieser Mann ist nicht zu trauen. Das haben Sie gut erkannt. Denn wie es sich herausgestellt hat, habe ich draußen den jungen Donny Cook getroffen. Er ist, wie sich herausstellt, der Vater des jungen Elliot. Er ist nicht vermählt mit der guten Sophie, aber in Liebe. In Sünde. Angeblich hat Morrison und der Sheriff namens Peabody ihm Zutritt zu diesem Gelände verwehrt. Er möchte gern seinen Sohn sehen. Ich konnte ihm leider nicht sagen, dass sein Sohn vermisst wird. Aber jetzt kommt die eigentlich brisante Information. Er hat mir mitgeteilt, dass der Butler Bruce neu im Hause ist. Nach eigener Auskunft ist der Butler Bruce aber bereits seit einigen Jahren für unseren guten Freund Morrington tätig. Finden Sie das nicht auch etwas verdächtig? Also, ich finde das sehr verdächtig. Warum sollte er lügen? Was hat er davon? Ich verstehe nicht. Ja, was hat er davon? Aber warum sollte Boris lügen? Boris? Bruce. Bruce. Sie sind verwirrt. Kann es sein, dass Sie etwas... Haben Sie ein Aneurysmen? Ich bin alt. 78 Jahre alt. Ich kenne 78-Jährige, die durchaus die Fähigkeit haben, Namen zu behalten, Monsieur. Namen sind Schall und Rauch, wen interessiert das? Wenn ich Winston rufe, dann kommt Winston. Und alles... Mon Dieu, dieser Mann macht mich... Wie können Sie es mit ihm aushalten so lange? Nun, was ist denn du mich nicht? Vielleicht ist ja auch dieser Cook, von dem Sie reden, der Lügner. Das ist alles, was ich sage. Nun, ich möchte dazu sagen, dass ich Bruce bereits vorhin, kurz nach unserem Eintreffen, auf den Zahn fühlte. Und ich sehe mein Gefühl bestätigt. Ich denke, wir können das ausschließen. Aber was planen Sie zu tun? Was bringt uns diese Information? Ich bin außer mir. Ich bin entsetzt. Mon Dieu, was machen wir jetzt mit dieser Information? Ich komme hierher. Wir sollten sehr wachsam sein. Es ist nur chaotisch hier. Was ist los? Was machen Sie jetzt mit dieser Information? Wir spielen eine Runde Skat. Los, auf eine Sekunde. Graf Mon,
Mir ist aufgefallen, dass in diesem Raum sehr viele Wertgegenstände frei herumliegen. Wie halten die es mit mir raus? Dieser Butler checkt jeden Raum. Was ist der? Eine Ratte? Was ist los mit ihm? Ich verstehe es nicht. In jedem Raum, den wir betreten, der guckt sich die Gardinen an. Das ist doch unglaublich. Und der Lord Moriton ist, wie wir sehen, nicht anwesend. Aber Sie haben diese Wertgegenstände vorher nicht gezählt, bevor wir in den Raum gekommen sind, oder? Selbstverständlich habe ich jetzt, dass hier einige rumliegen. Selbstverständlich habe ich alle Gegenstände, die von Wert sind, gezählt. Grafmon, Sie haben mich vor vielen Jahren darauf hingewiesen, dass ich alle Wertgegenstände in Ihrer Umgebung immer wieder benennen soll. Lassen Sie uns da später drüber reden, wenn wir alleine sind. Okay. Dann zeige ich Ihnen meinen Fund. Ich würde vorschlagen, dass wir ganz diskret die anderen Bediensteten einmal hier antanzen lassen und sie befragen. Denn sie müssen ja was wissen, wenn Bruce ganz neu im Hause ist, sollten sie uns das ja mitteilen. Aber ich verstehe nicht, warum ist Ihnen das so wichtig? Ist doch egal, ob er ein Jahr, zwei Jahre, zehn Jahre hier arbeitet. Wen interessiert das schon? Mein Freund, seien Sie doch etwas abenteuerlich. Vielleicht hat er überhaupt nichts zu verbergen. Vielleicht ist er geistig verwirrt. Das sollte Ihnen bekannt vorkommen, mon Dieu. Ja, aber das gibt es doch gar nicht. Es ist uns langweilig. Ich verstehe das alles nicht. Wir haben doch zwei Stunden Zeit, bis 10 Uhr, bis Bettruhe ist. Warum nicht ein wenig Trubel? Nein. Ach, Sie sind älter als ich. Also offensichtlich fehlt Ihnen hier ein bisschen das Feuer der Leidenschaft. Ja. Ich würde doch Sie bitten, guter Mann Wilson. Wilson! Holen Sie doch einmal Ihre Standesgenossin, die Sophie, zu uns herein. Ich erlaube das. Sehr wohl, Meister. Sehr gut. Guter Mann, dieser Wilson. Das ist einer der Besten. Ja. Was wollen Sie für ihn haben? Du kriegst ihn nicht günstig. Sie dürfen auf die Hälfte meines Butlers zurückgreifen. Auf welche denn? Sie suchen sich einfach oben, unten, links, rechts, für Sie alles. Das ist ganz ausgezeichnet. Lord Henry. Jawohl. Vielleicht haben Sie Interesse daran, im Zeichen der allgemeinen Konversation in diesem Raum, als einzige Menschen hier, dass Sie mir mal erzählen, wie Sie so Ihren Tag verleben. Was genau ist denn... Was macht Lord Henry? Was bringt ihn zum Ticken? Nun wissen Sie, die Reichen und Mächtigen, die Einflussreichen, die bestimmen die Geschicke dieser Erde. Ja, wem sagen die das? Ich bin derjenige, der die Geschicke der Reichen und Mächtigen bestimmt. Das ist mein Tageswerk. Eine interessante Antwort. Wir könnten unter Umständen zusammenarbeiten. Ich kann durchaus Hilfe noch brauchen in meinen vielfältigen Wirtschaftsunternehmungen. Von, wissen Sie, Geld langweilt mich. Ich habe so viel Geld davon. Ich suche Abenteuer. Ja. So wie dieses hier, in dem wir uns hier gerade befinden. Sehen Sie denn nicht auch, dass hier etwas Merkwürdiges vor sich geht? Was ist Ihre Theorie? Och, ich bin kein Mann großer Theorien. Es ist mir gleich. Ich will was erleben. Es freut mich, wenn um mich herum Dinge passieren. Aber warum sie passieren, das hat mich nie interessiert. Und nun bin ich viel zu alt dafür, um wie sie in der Nacht herumzustreifen, mit Menschen zu reden, die weit, weit unter meinem Stand verkehren. Ich vermag nicht mal mit ihnen auf einer Ebene zu sprechen. Ich kann das nicht. Ja, das verstehe ich gut. Sie sind ja wirklich zu alt. Schon etwas betagter. Wissen Sie, wo Ihr Butler bleibt? Er gehört ja zur Hälfte jetzt mir. Wo unser Butler bleibt? Höchstwahrscheinlich ist er direkt hinter Ihnen. Das macht er gerne, sich anschleichen. Das ist eine seiner Spezialfähigkeiten. Warten Sie eine Sekunde. Schauen Sie sich kurz im Raum um. Sehen Sie ihn? Nein. In der Tat. Jetzt passen Sie mal auf. Wilson! Wilson! Du kommst in die Küche und nur Margaret ist da. Wie kann ich helfen? Miss Parker, die Lords erwarten Sophies Anwesenheit im Herrenzimmer. Welch delikate Anfrage. Ich muss gestehen, ich weiß nicht, wo Sophie sich gerade aufhält. Dann möchte ich gerne selber nach ihr schauen. Nur zu. Miss Parker, auf ein Wort bitte. Aber bitte. Wie lange ist denn die Miss Sophie überhaupt auf diesem Anwesen tätig? Miss Sophie? Miss Sophie dürfte mittlerweile nun gut 5 Jahre bei uns sein. Komm als sehr junges Mädchen. Eine hervorragende Kraft, möchte ich meinen. Nun, den Tee, den möchte ich hier nicht nochmal ansprechen. Und Miss Parker, vielleicht noch eine Frage, bitte sehr. Möchten Sie mir vielleicht die Frage beantworten, wie lange denn Mr. Bruce auf diesem Anwesen tätig ist? Mr. Bruce? Wenn ich mich recht entsinne, kam er vor wenigen Wochen zu uns. Recht überraschend, möchte ich meinen. Da wir bisher
keinen Butler brauchten. Schon alleine wegen des Zustands von Lady Moriton. Oh. Nun, ich habe diverse Medikamente bei mir. Nun, vielleicht ist es Ihnen aufgefallen, Miss Parker, mein Lord, mein Graf ist ein sehr schlimmer, aber auch ein sehr kranker Mann. Kann ich Ihnen vielleicht irgendwie behilflich sein? Der Zustand von Mrs. Moriton obliegt wohl eher ihrem Mann. Es handelt sich um, möchte ich sagen, einen eher depressiven Zustand, der aus persönlichen Zwischenfällen resultiert. Sehr wohl. Herzlichen Dank für diese Auskunft. Miss Parker, wo genau finde ich denn das Gemahl von der Miss Sophie? Das wäre wohl in den Bedienstetenunterkünften, auch wenn ich Sie bitten müsste, dort nicht herumzuschnüffeln. Es handelt sich immerhin um private Räume. Miss Parker, ich agiere hier nur auf Befehl meiner Lords. Dessen bin ich mir sicher. Tschüss. Winston! 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 Miss Sophie! Winston! Miss Sophie? Du stehst in der Waschküche. Oh! Als du dich in der Waschküche umsiehst, entdeckst du in der Wäsche ein Kleid. Es ist das Kleid einer erwachsenen Frau. Es handelt sich um die Bekleidung, die die Dienstmädchen tragen. Oh nein. Miss Sophie? Du stehst in einem sehr, sehr kleinen Zimmer. Es ist ein Kinderzimmer. In dem Zimmer liegt Bekleidung von offensichtlich einem kleinen Jungen herum. Du würdest schätzen, irgendwas zwischen 4 bis 8 Jahre. Noch ein kleines Kind eben. Das Bett ist gemacht. Ein Teddybär liegt herum, so ein bisschen Holzspielzeug, ein paar Steine, was so ein kleiner Junge halt sammeln würde. Aber Schuhe fehlen sonst. Miss Sophie! Hatten wir uns nicht auf Pietät geeinigt? Was? Ob wir uns nicht auf Pietät geeinigt hatten? Ja, ach so. Entschuldigen Sie, Miss Parker, aber ich bin immer noch auf der Suche nach Miss Sophie. Ich würde Sie eventuell um Hilfe bitten, denn meine Lords werden sehr schnell ungeduldig. Ich zeige Ihnen sehr gerne, wo das Herrenzimmer ist. Überhaupt kein Problem. Nun, ich muss Sie allerdings bitten, den Bereich der Bediensteten zu verlassen. Hier wohnen und leben wir. Ich kenne all die Tragik. Von welcher Tragik genau sprechen Sie? Vergessen Sie es. Können Sie bitte helfen, Miss Sophie zu finden? Wenn ich meinem Lord, meinem Grafen, Miss Sophie nicht sofort unwillkürlich ins Zimmer bringen kann, ins Herrenzimmer, dann und dann werde ich... Ich kann mich durchaus nach Miss Sophie umsehen. Ich kann nichts versprechen. Genau genommen hat Miss Sophie nun Feierabend. Wo befindet sich Miss Sophie normalerweise beim Feierabend? Auf dem Anwesen, in ihrem Zimmer, im Garten. Vielleicht geht sie noch Tätigkeiten nach. Sie ist, wie ich sagte, eine sehr fleißige Arbeitskraft. Nun gut. Vielen Dank, Miss Parker. Ich werde mich nun zurück ins Herrenzimmer begeben. Helfen Sie mir. Gerne. Also, meine Herren, ich muss ganz ehrlich sagen, mir wird das hier zu bunt. Ich möchte jetzt auf mein Zimmer gehen. Ich rufe jetzt Bruce. Sie können noch weiter nachforschen, ob er 5 Jahre oder 3 Wochen da ist. Es interessiert mich ehrlich gesagt nicht die Bohne. Ich gehe jetzt auf mein Zimmer und ich nehme einen Schlaf, denn wie Sie alle wissen, 8,3 Stunden Schlaf ist das Beste für das Herz, was es gibt. In diesem Sinne hoffe ich, dass Sie nichts dagegen haben, wenn ich Bruce jetzt hier reinrufe. Ich möchte in mein Zimmer. Dann gehen Sie jetzt zu Bett. Einfache Lösungen für einfache Menschen, nicht wahr, mein Herr? Lord, das haben Sie ganz vortrefflich fest. Bruce! Die Herrschaften? Monsieur, wenn Sie mich bitte auf mein Zimmer bringen würden. Sie können mit diesen Gentlemen machen, was Sie wollen, aber ich möge jetzt bitte schlafen. Vielleicht noch ein Bad nehmen. Nichts lieber als das. Vielen Dank. Du stehst in einem recht schön geschmückten Flur. Die Beleuchtung ist an, also es wurden Kerzen angezündet. Auf der linken Seite ist das zweite Zimmer, wird dir gezeigt, das wäre dein Zimmer, deine Sachen sind auch schon im Zimmer und direkt daran angrenzt das Bad.
Ich hoffe, Sie haben alles, was Sie brauchen. Frische Handtücher finden Sie selbstverständlich sowohl im Bad als auch in Ihrem Zimmer. Sollten Sie einen Schlummertrunk nehmen wollen, Sie werden eine kleine Bar in Ihrem Zimmer finden. Sollten Sie sonst irgendwas brauchen, reicht ein Rufen oder Klingeln mit der Glocke auf Ihrem Nachttisch. Vielen Dank, Monsieur Bruce. Ich werde dann jetzt ein Bad nehmen und mich zur Ruhe begeben. Danke sehr. Dankeschön. Okay. Das Bad wird von Isabel hergerichtet, denn das heiße Wasser muss er erst gebracht. Isabel klopft an deine Tür. Oui, wer ist da? Hier ist Isabel, das Hausmädchen. Ihr Bad ist hergerichtet. Oh, das ist sehr nett. Ich brauche noch eine Minute, ich suche noch ein paar Sachen zusammen und dann komme ich gerne. Isabel, können Sie kurz mal hier hineinkommen? Sehr gerne. Isabel. Darf ich Isabel sagen, Sie, Mademoiselle? Selbstverständlich. Was mich interessieren würde, ich bin ja eingeladen worden von Monsieur Moriton. Ich habe ihn noch nicht einmal gesehen. Dort drüben die anderen Gentlemen, sie reden darüber, dass es komisch ist. Ist Ihnen hier in letzter Zeit etwas aufgefallen? Ist es Seltsames passiert? Nun ja, ich bin seit etwa einem Jahr hier und ich kann mich nicht beklagen. Die Arbeit ist einfach, die Bezahlung ist gut. Vielleicht hin und wieder anstrengend, dass wir wegen dieser Hunde das Anwesen nicht verlassen können. Denn als junge Frau würde ich natürlich schon gerne mal in die Stadt gehen, aber ansonsten... Welche nein. Hunde, pardon, Mademoiselle, welche Hunde meinen Sie? Hat man Ihnen es denn nicht gesagt? Also, um das Anwesen laufen überall wilde Hunde herum. Es ist richtig gefährlich, nachts rauszugehen. Zum Glück ist Officer Peabody immer in der Nähe. Officer Peabody ist ein Gendarme, ein Polizist? Ganz genau, ganz genau. Ich habe ihn noch gar nicht gesehen. Ist er hier auf dem Anwesen zurzeit? Nein, Officer Peabody wohnt natürlich im Dorf. Mhm. Und sagen Sie, seit einem Jahr, wo arbeiten Sie hier auf dem Anwesen? Haben Sie innerhalb dieses Jahres vielleicht Monsieur Moriton überhaupt gesehen? Ich frage nur, es ist, weil offensichtlich haben Sie ihn doch gesehen, oder nicht? Mr. Moriton natürlich. Seine Frau hingegen. Die habe ich noch nicht gesehen. In den ganzen Jahren habe ich nicht einmal Miss Madame Moriton gesehen? Sie müssen wissen, Mrs. Moriton lebt im Westflügel, völlig zurückgezogen. Selbst die Fenster sind verrammelt, sagt man. Und Miss Parker bringt ihr Essen. Wir waren noch nie im Westflügel und bin auch ganz froh drum, muss ich sagen. Ich habe noch eine letzte Bitte an Sie, Madame. Ich hoffe, es ist nicht zu viel verlangt. Mögen Sie mich vielleicht ganz kurz zu dem Zimmer von Monsieur Moriton begleiten? Zu welchem Zimmer? Seinem Schlafgemach oder dem Büro? Dort, wo er sich jetzt gerade in diesem Moment befindet. Im Büro sollte das sein. Dann bringen Sie mich doch bitte zum Büro. Aber gerne doch. Hier ist das Büro. Mademoiselle, Sie haben doch sicherlich nichts dagegen, wenn ich kurz klopfe und gucke, ob Monsieur Moriton mich in Empfang nehmen würde. Oder schließlich bin ich dafür eingeladen worden. Nun ja, also verbieten würde ich, kann ich es Ihnen ja nicht. Also, gerne. Mais bien. Hallo. Monsieur Moriton? Monsieur Moriton? Ici? C'est François Guillaume de Tesserac? Das ist merkwürdig. Ich höre gar nichts. Sind Sie sicher, dass er drin ist? Ich denke schon. Zumindest sagen Bruce und Miss Parker das. Nun, Madame Isabelle, ich hoffe, es ist in Ordnung für Sie, aber ich werde kurz diese Tür öffnen und gucken, ob es Mr. Moriton gut geht. Ich mache mir ein wenig Sorgen. Also nun wird's aber sehr privat. Das mag sein, aber ich sehe mich verpflichtet zu gucken, ob es diesem Mann gut geht. Er ist ein alter Freund von mir. Jetzt, wo Sie's... Also... Sie scheinen ja zu wissen, was Sie tun. Also, gerne. Gut, junge Dame, dann werde ich jetzt die Tür öffnen. Sie ist verschlossen. Haben Sie etwa einen Schlüssel, Madame Isabelle? Nein, das tut mir leid. Den Schlüssel, Moment. Den müsste Matt haben. Oder Bruce. Eigentlich Bruce. Nun, dieser Bruce ist mir nicht so ganz geheuer. Verzeihen Sie, dass ich das so sage. Wo finde ich diesen Matt? Matt dürfte wahrscheinlich bereits schlafen. Eigentlich hat er den Schlüssel auch immer nur, wenn er in den Schuppen muss. In den Schuppen? Im Garten. Der ist immer verschlossen. Nun, Mademoiselle, wenn ich noch eine letzte Frage. Es tut mir sehr leid. Lady Moriton,
Ja? Wo befindet sie sich denn im Moment? Im Westflügel, nehme ich an. Im Westflügel. Mögen Sie mich vielleicht ganz kurz dorthin begleiten? Nichts lieber als das. Das wäre so nett von Ihnen. Vielen Dank. Liebe Lord, Ihren Auftrag konnte ich nicht erfüllen, denn Miss Sophie scheint aktuell im Feierabend zu sein. Aber Miss Parker war so lieb und sucht derzeit nach ihr. Derweil ist mir übrigens einiges zu Ohren gekommen. Mir ist vorhin Ihr Gespräch aufgefallen, obwohl ich es wirklich nicht mochte. Dennoch möchte ich Ihnen ein paar Informationen mitteilen, die mir diesbezüglich zu Ohren gekommen sind. Mein Kollege Bruce scheint tatsächlich erst seit wenigen Wochen hier zu sein und nicht seit Jahren. Aber wie vereint sich das mit seiner eigenen Aussage, mehrere Jahre hier bereits tätig zu sein? Nun, das nennt sich offensichtlich eine Lüge. Lüge? Aha. Das absichtliche Verfälschen der Wahrheit. Das ist die korrekte Definition. Aber warum sollte Bruce lügen? Das ist doch die Frage. Diese Antwort müssen Sie sich selber bitte besorgen. Mir ist das egal. Aber ein Indiz ist mir ebenfalls aufgefallen. Nun, eigentlich ist das nichts, keine Information Ihren Standes würdig. Allerdings ist mir in der Waschküche aufgefallen. Dort habe ich ein Kleid mit einem Tintenfleck gefunden. In welchem Interesse soll das für uns sein? Eine Frage. Sie haben von dem Kleid, normalerweise interessieren mich solche Banalitäten ja nicht, aber da wurde meine Kombiniergabe gereizt. Oh nein. Dieses Kleid, von dem Sie sprachen, mit den Flecken, könnte das nicht in Zusammenhang stehen mit den befleckten Einladungen, die wir erhalten haben, die uns überhaupt erst hier in diese Lage gebracht haben? Kaufmann, das kann sehr wohl sein, denn der Tintenfleck war am Ärmel des Kleides. Damit schreibt man, mit der Hand. Hab ich schon mal gesehen. Am Ärmel sogar. Ja, ja. Also, als hätte jemand... Das was soll der plötzliche Sarkasmus, mein Herr? Erinnere er sich an seinen Stand. Aber, Herr... Okay. Nun, vielleicht wollte er Sie dran erinnern, dass der Sarg für Sie alsbald... verstehen Sie. Aber woher die plötzliche morbide Stimmung hier? Bin ich denn der Lebhafteste von uns meinen allen? Meinen Sie etwa, um Ihre Schlussfolgerung einmal aufzugreifen, meinen Sie, dass eine der Bediensteten die Einladung, die wir erhalten haben, versucht hat, unkenntlich zu machen? Das wäre eine gute Möglichkeit, die mir noch gar nicht bewusst war. Aber ich denke, mein Urgedanke war der, dass diejenige Person, die uns hier eingeladen hat, nicht besagter Herr Moriton ist, den wir alle kennen. Und der uns hier warten lässt seit diversen Stunden. Aber warum sollte man uns... Ich glaube, wir wurden eingeladen von den Bediensteten, denen eine solche Aktion überhaupt nicht zusteht. Das wäre ja ungeheuerlich. Unvorstellbar. Und dennoch scheint es zu geschehen hier. Uns wurde gesagt, am morgigen Tag wird uns Mr. Moriton empfangen. So langsam schleicht mich das Gefühl, dass das vielleicht nicht passieren wird. Ich habe vor Stunden nach ihm rufen lassen. Niemand kam. Haben Sie eine Absage gehört? Ich habe nicht einmal eine Absage gehört. Was ist das für ein Haus? Wer sind diese Bediensteten? Warum laufen Sie hier herum, als würde Ihnen dieses Haus gehören? Warum hören Sie nicht auf Leute wie uns? Das sind Fragen. Freiheit. Ha, jetzt hören Sie drauf mit dem Pappalapapp und Freiheit. Und während ihr euch unterhaltet, seht ihr, dass Isabel und der Doc am Herrenzimmer vorbeigehen. Na du, aber was ist das denn? Herr Doktor. Attends, Isabel. Wollten Sie sich nicht zur Ruhe betten? Was ist denn hier los? Nun, ich wollte eben noch ein Bad nehmen, da kam mir... Mit Isabel? Nein, nicht mit Mademoiselle Isabel. Aber was ist das denn? Mir kam in den Sinn, dass ich vielleicht einfach mal bei Monsieur Moriton anklopfen werde und frage, was das Ganze, diese Farce hier soll. Schließlich bin ich extra hierher gefahren aus dem Londoner Innenstadt. Das ist ein weiter Weg für mich. Ich habe morgen eine wichtige OP. Und man lässt seine Patientin nicht warten, es sei denn, es ist sowieso zu spät. Das ist eine ganz hervorragende Idee. Und wohin gehen Sie jetzt? Nun, ich habe die nette Mademoiselle gefragt, ob sie mich kurz zu Lady Moriton führen könnte. Lady Moriton. Nun, ich habe die Vermutung, dass es ihr vielleicht nicht gut geht oder so. Normalerweise würde sie doch sonst uns in Empfang nehmen, nicht wahr? Ich wollte wenigstens nur kurz nach dem Rechten sehen. Was sind denn da Ihre Absichten, wenn ich so fragen darf? Ich meine, ein junger Herr wie Sie. Das ist sehr nett.
Also ich darf doch bitten. Mit einer Dame? Ja, ich frage doch auch. Ich mache mir dieselben Sorgen um die Ehre von der besagter Lady. Nun, die besagte Lady. Monsieur, ganz einfach. Ich schlage Ihnen vor. Okay. Wenn, Sie, wenn das Misstrauen in Ihnen wächst und Sie sich nicht sicher sind, dann bitte ich Sie, mich einfach zu begleiten und wir gehen gemeinsam zum Schlafgemach von Lady Moriton und erkundigen uns nach Ihrem Wohlstand. Das wäre ein Abenteuer. Ja, ich bin dabei. Nun, Monsieur, dann folgen Sie mir doch. Mademoiselle Isabelle, bitte führen Sie uns zum Schlafgemach von Lady Moriton. Also zur Tür des Westflügels, da kann ich Sie hinführen. Ja, aber bitte schön. Schloss. Werter Münz, verteilen Sie das, wie sonst auch immer. Das ist irgendwie in meine Tasche gelangt, ich weiß auch nichts. Wenn Sie jemand dabei erwischt, sagen Sie einfach, Sie haben es gestohlen. Jawohl. Danke. Und vor euch endet der Flur mit einer großen Holztür. Rechts davon hängt ein wunderschönes Gemälde der Familie Moriton. Das ist aber interessant. Sagten Sie nicht oder einer Ihrer Bediensteten, dass es hier keine Fotos gibt? Meinen Sie dieses Gemälde? Das hängt schon da, seit ich hier bin. Darauf ist auch... Wer ist denn darauf zu sehen? Alfred Moriton. Das ist der Herr, Mr. Moriton. Lady Moriton und ihr leider verschiedener Sohn. Was ist denn passiert, wenn ich fragen darf? Ein furchtbares Unglück. Der Junge ist verschwunden. Wie verschwindet denn ein Kind? Vor ungefähr 3 Jahren ist der Junge beim Spielen wohl in den Wald gelaufen und auch nach Monaten der Suche nicht wieder aufgetaucht. Ach, der kommt schon wieder. Wie war der Name des Kindes? Daniel Moriton. Soweit ich weiß, war Lady Moriton untröstlich und lebt seitdem komplett zurückgezogen. Nun, das klingt für mich nach einem Traumata, vielleicht eine Depression oder eine andere Psychose. Vielleicht dürfen wir ganz kurz einmal durch diese große Tür gehen. Ich nehme an, das ist die Tür des Westflügels? Ja, ich muss aber ehrlich... Isabel. Aber die Tür wird verschlossen. Sagen wir, ich schaue einfach weg. Ich gehe einfach in die Küche und... Das ist überhaupt kein Problem. Ich bin zufälligerweise imstande, die simple Mechanik eines Schlosses. Ich will's gar nicht hören. Zu überbrücken. Isabel läuft den Flur entlang zur Küche und verschwindet in der Küche. Nun, habe ich das gerade richtig vernommen? Sie verfügen über die Fähigkeit, ja, Schlösser zu knacken. Ja. In meiner Jugend war ich nicht immer auf der richtigen Seite des Gesetzes. Das ist magnifique, dass Sie sich daran noch erinnern können. Aber bitteschön, versuchen Sie es. Lassen Sie mich doch kurz versuchen. Ich habe hier meinen... wollen Sie mir helfen vielleicht, Herr Winston? Ein wenig? Nehmen Sie mal den einen in die Hand und jetzt den anderen. Und jetzt machen Sie mal die Tür auf. Bitteschön. Oh, Winston, gut. Sie Vollidiot. Es wollte Winston nicht gelingen. Tut mir leid. Bitte sehr. Super, Loch, das ist nicht gut. Wir kommen nicht weiter hier. Wir können nicht zu Lady Moriton. Und ich muss sagen, dass das Büro oder das Schlafgemach von Monsieur Moriton war auch verschlossen. Das ist mir alles sehr suspekt. Wir könnten versuchen zu klopfen. Ein Versuch war es wert. Dann klopfen wir. Wer möchte klopfen? Zunächst keine Antwort zu hören, doch dann hört ihr hinter euch auf dem Flur. Meine Herren? Was darf ich annehmen, wonach Sie suchen? Bruce, wir haben Grund zur Annahme und verzeihen Sie, dass wir Sie nicht in Gänze einweihen können, dass es einen Notfall gibt, der einen sehr professionell ausgebildeten Arzt erfordert. Wir müssen dringend in den Westflügel. Es geht hier um Leben und Tod. Das kann ich leider auf keinen Fall zulassen. Mrs. Was? Moriton und Mr. Moriton sind absolut darauf bedacht, ihre Privatsphäre zu wahren. Mrs. Moriton ist eine schwer kranke Frau. Ja, die regelmäßige Konsultation, sie doch einen Doktor. Die regelmäßige Konsultation mit einem Arzt pflegt. Ich denke, Sie überschreiten hier weit die Grenzen der gebührenden Höflichkeit und möchte Sie dringend bitten, jetzt Ihre Schlafgemächer aufzusuchen, um Ruhe in dieses Anwesen einkehren zu lassen. Sie überschreiten Ihre Position. So lässt sich niemand von uns behandeln. Ja, das stimmt doch. Ja, er. Er vielleicht. Bruce. Flieh du nach. Bruce. Mr. Moriton ist ein alter Freund von uns allen. Er hat uns gebeten, nach dem Rechten zu sehen und den besten Doktor, der in Frankreich zu bekommen war, mitzunehmen. Wollen Sie jetzt etwa sich zwischen uns stellen
und Mr. Morton diese Bitte, diesen Wunsch, diese Forderung verwehren. Ich bitte Sie, für wen halten Sie sich? Genau das möchte ich. So zeigen Sie mir doch das besagte Schreiben oder gar irgendeine Korrespondenz, die Sie berechtigt, ja, in Sie den tiefsten privaten Raum dieser Familie einzudringen. Sie ich glaube es ja nicht. Sie können Ihre Nase in die private Korrespondenz von adeligen Freunden stecken. Bruce, wissen Sie, was Männer unseres Standes in ganz besonders einigen Angelegenheiten tun? Sie kaufen einen Boten, der die Nachrichten überbringt. Privat und diskret und schnell. Und genau das ist in diesem Fall passiert. Ich kann es nicht glauben. Das ist ja nun wirklich eine Überschreitung Ihrer Position, dass Sie uns nicht zu unserem guten Freund Morton lassen wollen, obwohl er einen Boten geschickt hat. Einen Boten! Nun gut, vielleicht haben Sie recht, dass ich meine Kompetenzen hier ein wenig überschreite. Doch ich möchte Sie höflichst um eine Sache bitten. Na? Wenn wir auf die Uhr schauen, so hat es bereits 11 geschlagen. In der Nacht. Ich denke, Mrs. Morton wird in ihrem Schlafgemach in ihrer Schlafbekleidung liegen. Und Mr. Morton macht bisher keine Anstalten, sich aus seinem Büro herauszubegeben. Oder hat dies vielleicht in meiner Abwesenheit schon getan. Ich bitte Sie also, bei allem gebührenden Respekt, Ihre Konsultation mit den Herrschaften Morton auf den morgigen Tag zu verlegen. Nein, das lasse ich doch gar nicht zu. Uns wurde explizit gesagt, dass die Beschwerden Mrs. Morton exakt in der Nacht auftreten, beginnen meistens so gegen 23 Uhr. Nun, gut. Wenn dem so ist, dann... Und er kommt auf euch zu und geht auf das Gemälde zu. Was? Meine Herren, Sie werden es nicht glauben, aber hinter diesem Gemälde befindet sich Key West. Der Schlüssel zum Westflügel. Ich werde ihn mal an mich nehmen. Vielen Dank, Bruce. Sie können jetzt gehen. Ein sehr gutes Versteck. Nun gut. Und Bruce zieht sich etwas widerwillig, aber überzeugt zurück. Ich muss sagen, junger Mann, ich habe Sie falsch eingeschätzt. Ich hielt Sie für ein arrogantes Arschloch. Jetzt weiß ich, Sie sind nur arrogant. Ich finde, Sie lagen gar nicht falsch mit Ihrer Einschätzung. Wir können das ruhig beim Namen nennen. Selbstverständlich bin ich ein arrogantes Arschloch, aber wissen Sie auch was? Es ist verdient. Das ist richtig, das haben Sie verdient. Sie haben diesen Schlüssel gefunden. Ich bin sehr gespannt. Ich denke, er wird passen. Ja. Ihre Einschätzung würde mich interessieren. Ist das der Schlüssel, der in das Schloss passt, in das Sie gerade versucht haben? Da brauche ich gar nicht lange. Das sehe ich doch von hier. Das ist perfekt. Das passt, ganz sicher. Ich bin sehr begeistert von Ihnen, Herren. Wir drei Herren und hier, Winston. Wir werden dieses Rätsel nun lösen. Sie alle sind arrogante Arschlöcher. Ja, wer interessiert denn Ihre Meinung? Entschuldigung, ich spreche nicht Bauer. Also gut, das war ein sehr guter. Da haben Sie. Hast du dir Witze? Ja, ich würde nur diese Türe öffnen. Ihr seht zunächst nichts. Alle Lichter auf dem Westflügel sind aus. Der Flur geht geradeaus und macht dann eine Linksbiegung. Rechts von euch befinden sich Fenster. Alle Fenster sind die Vorhänge zugezogen. Dr. Tesserek, wer lebt denn so in dieser Dunkelheit? Das kann doch nicht gesund sein. Mein Zimmer ist dunkel. Nun, ich weiß es nicht. Es scheint sich um einen akuten Fall von schwerer Depression zu handeln. Das wollte ich gerade sagen. Auch oft durch mangelnden Vitamin D ist es möglich, bei mangelndem Lichteinfluss sich eine Psychose einzufangen. Ich weiß, das sind nur Vermutungen. Ich muss Lady Moriton selber sehen, um das wirklich beurteilen zu können. Die Herren, vor uns befinden sich 5 Türen. Wie sollen wir vorgehen? Tür für Tür? Wir sind 4 Menschen. Wollen wir nicht vielleicht uns aufteilen und einfach alle die Türen gemeinsam öffnen? Nein? Da, apropos aufteilen. Ich will schneller gehen. Da fällt mir ein guter Witz ein. Ich hatte mal einen Patienten, der hat gesagt, eine Blinddarmoperation, der hat gesagt, Monsieur, wird das klappen? Und da habe ich gesagt, das ist meine 23. Operation. Da hat er gesagt, ah, oh, mon Dieu, dann wird ja alles gut. Da habe ich gesagt, ja, ich glaube auch, hoffentlich zum ersten Mal. Kleiner Chirurgenwitz. Ja. Ja, warum lachen Sie denn nicht? Nun, haben Sie keinen Sinn für Humor? So viel zum Thema Aufteilung. Ich wollte Ihnen zustimmen. Wir sollten uns aufteilen. Vielleicht nimmt jeder eine Tür. Gut, dann teilen wir uns auf. Na, dann haben wir die 5. Tür für das Ende. Heben wir uns auf. Gut, dann würde ich vorschlagen, also wir schauen uns sicherlich, jeder schaut sich in seinem Zimmer um, würde ich vermuten. Die, würde ich sagen, die vor uns. Die erste Tür rechts wird geöffnet. Es handelt sich um ein Kinderzimmer. Perfekt eingerichtet, aber völlig verstaubt. Hier in diesem Zimmer befindet sich offensichtlich ein altes Kinderzimmer. Es ist vermutlich von dem verstorbenen Daniel. Ich habe den Namen nicht mehr ganz im Kopf, von Lady Moritons Sohn, der verschwunden ist. Es sieht so aus. Zumindest war hier schon lange kein Kind mehr Donny unterwegs. Donny, guck mal, oder?
Donny guckt, war die Monsieur, der ins durchs Fenster geguckt hat. Ich rede von dem vermissten Sohn von Lady Moriton. Ach, natürlich. Der Daniel, ist ja auch noch da. Genau. Moriton, ich, ja. Ich vermute es. Es ist ein Kinderzimmer, aber hier war schon lange nichts mehr los. Ist doch irgendwas von Interesse zu sehen. Gut, das, die zweite Tür auf der rechten Seite ist offensichtlich ein Ankleidezimmer, aus dem eine weitere Tür nach links in ein größeres Zimmer führt. Meine Herren, hier ist noch ein weiteres Zimmer. Ich werde in diesen hier Raum hineingehen und mich weiter umsehen. Bitte passen Sie auf mich auf. Das ist ein Atelier. Aber auch hier wurde scheinbar seit Monaten nichts gemacht. Also einige Leinwände sind angefangen, so Naturmalerei, aber vielleicht sogar Jahre. Alle Farben sind vertrocknet, die Vorhänge sind zugezogen. Auf der erste Tür auf der linken Seite ist ein Badezimmer, das ebenfalls scheinbar völlig unbenutzt ist. Also selbst hier ist nichts, alles ist verstaubt, das Zimmer wurde seit mindestens Monaten nicht benutzt, es wurde nicht mehr geputzt. Lord Henry, Dr. Tesserek, hier ist ein weiterer Raum. Haben Sie etwas gefunden? Ansonsten lassen Sie uns doch gemeinsam erforschen. Das halte ich für eine ganz gute Idee. Ich werde Ihnen jetzt folgen. Ich mach die Tür auf. Du öffnest die Tür und stehst in einem sehr, sehr großen Schlafzimmer. Hier sind die Fenster tatsächlich vernagelt. Und es steht ein Bett mitten in dem Zimmer. Ansonsten sieht man nicht viel. Es ist sehr, sehr kalt. Das ist aber ein winziges Schlafzimmer. Wer schläft denn hier? Ich weiß ja nicht viel darüber, wie diese Menschen in diesem Haus leben, doch vernagelte Fenster sind ein sehr schlechtes Zeichen. Warum? Sonne, wir machen Licht. Ja Licht. Ihr findet ein Himmelbett, dessen Laken völlig zerfetzt sind. An allen Enden des Bettes sind Lederriemen angebracht, mit denen offensichtlich jemand gefesselt wurde. Zwei dieser Riemen sind aber zerrissen. Und es fehlt ja völlig die Spur. Wissen Sie, woran mich das erinnert? Ich habe einmal ein Buch gelesen über Werwölfe. Nun wissen Sie, ich komme drauf, weil ja vorhin jemand erzählt hat, es gibt gefährliche Hunde auf dem Gelände. Ja. So gefährlich, dass man sich gar nicht raustrauen kann. Und was mögen denn das für Hunde sein? Und das hier sieht fast so aus, ich möchte sagen, natürlich meine ich das nicht ernst, aber es sieht fast so aus, als wäre hier ein Werwolf auf diesem Bett gefesselt, damit er nicht bei Vollmond sich verwandelt. Eine gewagte These. Ich habe einmal ein Buch darüber gelesen. Aber vielleicht kann Dr. Tesserek etwas dazu sagen. Ist das das normale Verhalten von einer psychisch depressiven Person, dass man sie festbinden muss? Mein Lord, ich bin mir nicht sicher, ob wir hier von einer Person reden. Es ist ein sehr interessantes Bild. Ich finde diese Theorie hochinteressant von dem jungen Mann. Denn auch ich habe schon in meiner Forschung, wie gesagt, ich habe schon Katzen und Hunde miteinander gekreuzt. Und ich weiß nicht, was schon vor mir an der Universität in London für Experimente gemacht wurden. Auch mir war nicht jeder Raum zugänglich. In dieser Stadt ist oft sehr merkwürdig. Experimente werden getan für viel Geld. Ich kann es nicht hundertprozentig ausschließen. Es ist möglich, dass die Anatomie eines Menschen verwandelbar ist durch die Zugabe von vielleicht animalischem. Herr Doktor, nun schauen Sie sich doch mal das Bett etwas genauer an. Sie haben ja auch mit Tieren gearbeitet. Sehen Sie hier etwa Kratzspuren oder Fellrückstände? Ja, offensichtlich. Sehen Sie die nicht? Es sind eindeutig Kratzspuren. Hier wurde große Gewalt und große Kraft ausgeübt. Das kann man wohl sagen. Auf der anderen Seite, ich weiß nicht, Ihr Butler hat vermutlich ein ähnliches Schlaf gemacht. Es ist schwer zu sagen, ob hier erbitterte Armut gehaust hat. Oder ein wildes Tier. Es ist wirklich schwer zu sagen, sehe ich doch Blut? Aber eine kranke Frau kann doch niemals derartige Kräfte entwickeln, dass sie sich aus solch einer Situation von alleine befreien kann. Warum ist dieses eine Fenster mit frischerem Holz vernagelt, frage ich mich. Und so mit euch. Nun, folgende Theorie. Ich weiß, es ist etwas albern, aber ich habe dabei ein Buch gelesen. Ist es wieder eine Werwolf-Theorie? Ja. Der Werwolf, folgende Theorie. Der Werwolf sollte an der Verwandlung gehindert werden, konnte sich befreien und ist durch ein Fenster entkommen. Dieses Fenster wurde dann nachträglich wieder vernagelt, weshalb die Bretter uns neu erscheinen. Ich mag die Theorie, ich mag nicht, was sie impliziert, nämlich, dass wir hier in allerhöchster Gefahr sind. Offensichtlich befindet sich ein Werwolf entweder innerhalb des Gebäudes oder draußen.
Was bedeutet, wir können entweder nicht hier drinnen bleiben oder draußen. Wir wissen es nicht. Somit sind beide Orte für uns gleichermaßen gefährlich. Wie wir sind Schrödingers Besucher. Wie sieht's denn aus mit Fellrückständen? Kann jemand hier was entdecken? Nun, vielleicht reden wir von einer Art Werwolf noch nicht am Ende der Transformation. Vielleicht ist es erst eine Art Tollwut, die den Menschen befallen hat, einen Lupus oder ähnliches. Es ist möglich. Ich habe von solchen Fällen auch schon gehört. In solchen Fällen kann der Mensch fast übernatürliche Kräfte entwickeln. Es sind Situationen gekommen, wo Eltern ihre Kinder retten wollten und Kräfte entwickelt haben, die nur unnatürlich sind. Eine ganze Kutsche hochgehoben. Eine Frau, die eine Kutsche habe ich auch gehört. Solche Phänomene soll es geben. Ich habe selber es noch nie gesehen, aber ich möchte nichts ausschließen. Ich bin ein Wissenschaftler und die Falsifizierung ist ein Teil meiner Arbeit. Und solange ich nicht gesehen habe, was dort gefesselt wurde, kann ich nicht ausschließen, dass es eine Werwolf-ähnliche Kreatur war. Ist morgen Vollmond?